Willkommen zurück. Wir wollen jetzt Shania ein bisschen stalken. Also wenn die jetzt zur Arbeit geht, und das sieht eigentlich fast so aus. Wobei ich das fast... Wo wohnt die? Hä? Ist gar nicht auf der Karte, kann das sein? Ah ne, hier oben. Geht sie hier rum, bla. Ah, vielleicht auch nicht. Ah, doch, eigentlich müsste es ein bisschen länger sein, aber ich meine, da sind sehr viele kranke Leute und sie schlendern zur Arbeit. Lalalala. Hm. Dann sterben halt ein paar. Interessiert hier nicht. Gut, wie sieht's denn aus, inventarmäßig? Könnten wir noch was klauen. Oder ich hole mir hier ein paar Sachen für die Tränke. So, wir haben ja gelernt. Ich glaube, Kraut, Frucht und Blumen kommen in die Statue. Ich hoffe, diese Blüten zählen als Blume irgendwo. Ansonsten müssen wir einen Blumenstrauß hinlegen. Aber hätten wir das nicht schon längst machen können dann? Oder gibt es da auch wieder so eine Art Rezept, was wir erst lernen müssen? Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Ihr müsst mir bei einer Autopsie helfen. Was? Das ist illegal. Es muss aber sein. Kommt nächtens zu mir. Dann reden wir. Man sieht sich. Wir können kann nicht wahr sein. Wir werden alle sterben. Diese Wunde eitert. Ich bin überfragt. Ich dachte, ich habe die Lösung, was wir da reinlegen müssen, aber nein. Autopsie, mit irgendwie musste ich doch noch reden, mit dem Friedhofsfuzzi. War ich hier schon mal drin? Feuerstellen, sehr schön. Ich lasse die Sachen jetzt erstmal hier drin, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt irgendwas noch kriege. Silberner Ring mit Rubin. Den nehme ich mal mit. Auch eine interessante Form von einem, ich nenne es mal Rollo. Kann ich jetzt eigentlich hier meditieren, wenn ich wollte? Ne. Verdammt. Okay, dann war es das wohl. Zwei Gräben. Was braucht ihr? Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Ist er schon auf dem Friedhof? Keine Ahnung.
Aber ich kann euch einen anderen Leichnam geben. Die stinken alle gleich. Mich interessiert nur ein bestimmter Leichnam. Ach, wir sind ein wenig eigen, ja? Ihr dürft gern wiederkommen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Die Obduktion sterblicher Überreste ist eine Kunstform. Es lohnt sich immer, gründlicher nachzusehen. Aber um wen geht es da? Was will der an Geschenk haben? Ich verstehe es nicht. Scherzt ihr? Okay, also muss ich jetzt wieder bei Nacht zu Shani. Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. Und was ist das? Was stand da eigentlich gerade? Ach so. Sollte es das nicht wert. Und jetzt kommt die olle Oma wieder. Was will er denn? Sagt etwas. Ich bin gekommen, um... Hat euch das... Ja. Ihr könnt... Kann ich nur was klauen? Na komm, nehme ich mit. Ja? Ich habe ein Problem. Ja? Ich brauche eure Hilfe bei einer Autopsie. Eine Autopsie? Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit so etwas? Seit ich gegen die Salamandra ermittle. Na gut, aber ich bin keine Pathologin. Ihr müsst aus unseren Funden selbst schlau werden. Wir treffen uns am Abend. Sammelt bis dahin so viele Hinweise wie möglich. Ich werde mich umsehen. Ihr müsst den Leichnam vom Totengräber holen. Wir treffen uns am Abend im Krankenhaus. Wie komme ich an Informationen, die bei der Autopsie nützlich sein könnten? Fragt Vincent Mais, aber sucht auch nach Büchern über Anatomie und Pathologie. Wir sehen uns später. Vincent Mais. Der Name sagt mir was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Vincent, stimmt. Sorry, Oma. Bücher vielleicht bei Kalkstein, ne? Aber die sind ja so teuer, ey. Und ich habe keine Kohle. Der Mickrige sollte es das nicht wert.
Ach, stimmt, der ist ja nachts immer nicht zu sehen. Ob ich den jetzt im Lagerhaus wiederfinde? Das will ich noch ausprobieren. Müssen wir eh dahin. Überflüssiges Gefasel. Ich könnte auch nochmal hier auf Meuchelmörder warten. Aber leider sind hier keine. Schade. Kriegen wir keine Drogen. Mist. Ist da jetzt offen? Nö. Komisch, dass hier nachts offen ist. Aber gut. Hier ist sonst nichts zu holen. Ihr solltet hier nicht rumlungern. Ich aber auch immer rum, ey. Habt ihr euch entschieden? Ich glaube, hier verkaufe ich mal ein paar von. Können wir hier noch irgendwo was klauen? Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Wollt... Oh, ist das nervig. Vielleicht für 10... Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden sehen. Wer will einer aufs Maul? Wieder verloren. 51? Hatte ich nicht mehr? Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Wer will einer aufs Maul? Habt ihr... Okay, ich nehme den nächsten. Wollt ihr verlieren, Fremd? 10, 20. Wir werden sehen. Ich poliere euch die Fresse! Ich
euch jemanden zu schlagen. Was sagt ihr? Ihr habt gewonnen, Wann. 78, okay. Vielleicht nicht. Lasst mich schlafen. Wer will einer aufs Maul? Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Hä? Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Au, au, das reicht. Wollt. Gibt's auch mit 25? Auf keinen Fall. Wollt. Also scheinbar immer nur so das Doppelte. Ich trinke. Wie ihr will. Ich juckt es, jemanden zu schlagen. Können wir die Sequenz? Nein, kann man nicht abbrechen. Ja, nur wird fertig. Ja. Wer will einer aufs Maul? Gut, fast 100. Eure genau 100, yay! Okay. Wenn wir jetzt rasten, werde ich vorher noch diesen einen Silbertrank einnehmen. War das der hier? Ein Silbertalent. Mehr Schaden. Oh, mehr Vitalität. Darüber kriegen wir also mehr Gesundheit. Aber ab der nächsten, wir sind Stufe 14, ab der nächsten kriegen wir ja eh Silberpunkte. Also gehe ich jetzt erstmal hier auf Vitalität. Tagsüber. Stark. Zieh ihm eins mit der Fahne über und sag's deinem Bruder. Hinter deine Kinder. Was gibt's, Hexer? Habt ihr schon mal eine Autopsie gemacht? Wozu? Stichwunden im Bauch bedeuten Bandenkriege, abgerissene Köpfe bedeuten Bestien und schwarze Zungen bedeuten Gift. Im ersten Fall machen wir Boxfleischdruck. Im zweiten übergeben wir die Sache dem Orden oder einem Hexer. Im dritten wenden wir uns an die Frau des Opfers. In 90% der Fälle war es die Witwe. Autopsien sind reine Zeitverschwendung. Woher kriege ich jetzt Bücher?
die mir da weiterhelfen. Und wie kann ich den Friedhofstypen bestechen, ey? Na gut, hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann, ey.